So, ganz herzlich, Servus. Endlich ist sie da, die Pitchak Mix Lieblingsgerät. Ich wollte das Ding unbedingt haben. Wir haben 4 oder 5 Monate sogar darauf gewartet. Wir haben sie im Oktober schon bezahlt und jetzt ist sie endlich da. Und ich meine, wie gesagt, wir zeigen es euch jetzt. Das Ding hat, ich glaube, über 15 Übungen. Wir müssen mal noch gucken, ob wir noch mehr finden und dann noch einzelne Übungen machen können. Eine zeigen wir euch heute, aber man kann wirklich sagen, so, das ist der 1000-Sasser. Ja, das ist eines meiner Lieblingsworte. Ich liebe es, wenn ich es benutzen kann. Das ist der 1000-Sasser unter den Maschinen. Und ich meine, was will man erwarten von einer Maschine, die einen Pitbull und einen Hai als Logo hat? Pitschak. Ist ja dementsprechend sagt es eigentlich schon alles. Ja? Wie gesagt, wir zeigen euch heute eine Übung. Und das ist eigentlich so die Urübung, warum diese Pitschak eigentlich entwickelt und erfunden worden ist. Und die zeigt euch jetzt einfach mal der Rücken. Also, das Ganze ist eine Belt Squat, also man hat hier einen Gürtel und dann eben hier vorne den Haken. Dann kann man es hier schön einhaken. Dann hat man hier vorne 2 Griffe. Wenn man nach oben geht, fällt sofort die Sicherung raus. Dann kann man hier schön aufrecht und ohne Belastung auf der Wirbelsäule eben schön die Kniebeuge ausführen. Genau, was halt wirklich das Coole an der Übung ist, beziehungsweise an der Pitchak an und für sich, beziehungsweise nochmal an der Kniebeuge ist, dass wir wirklich keine Stange auf dem Rücken haben. Das heißt, jeder, der irgendwie Probleme hat, eine Stange auf dem Rücken zu halten, der Probleme in der Schulter, dem Ellbogen hat, vielleicht auch im Rücken hat, kann aber trotzdem an der Pitchak Kniebeugen machen, was eigentlich ganz witzig ist. Und deswegen ist eigentlich diese Pitchak damals so konzipiert und so erfunden worden. Einen kleinen Kniff geben wir euch noch mit auf den Weg. Dadurch, dass hier 4 Ösen sind, wo wir den Haken einhaken können, können wir tatsächlich da schon den Widerstand verändern. Also wir haben es mal gemessen, wenn wir die 20 jetzt runternehmen würden, hätten wir hier 20 Kilo, dann haben wir hier ein bisschen mehr und wir gehen sogar hier hoch bis 27 Kilo. Das heißt, wenn der Ruppi jetzt zum Beispiel vorne anfangen würde, an der vordersten Öse, genau, dann kurz Pause macht und dann im Endeffekt jetzt einfach an den Ösen nach hinten geht, kann er sozusagen eigentlich ja, Dropsätze machen in einer oder mit einer Kniebeuge ohne Gürtel. Ja, also dementsprechend rückenschonend, dementsprechend wenn man sich verletzt hat zum Beispiel oder sowas, großartige Übung.